Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead Staffel 2 Episode 5, wahrscheinlich nahe dem Ende von Episode 5. Wir suchen Jane, wir suchen Kenny, wir suchen das Baby, wir suchen, keine Ahnung, das Auto, einen Ausweg. Ich weiß nicht, wohin mit ihr. Wohin? Schnell da rein. Vielleicht ist da auch einer der anderen oder so. Jane? Kenny. Oh, Gott sei Dank. You all right? Yeah. Where is he? Where's the kid? He's with her. You left him with her? Jane? Oh, es gibt jetzt Wichtigeres, ganz ehrlich. Jane! Wait. Oh, thank Christ. Aber wo ist das Baby? Jane, you okay? Wo ist das Where's Baby? The kid? Jane. Where is he? Was hast du getan? Oh mein Gott, wo ist er? Where is he? He's... What are you saying? No. No! Aber wie denn? No, not again. Not again. Clem, look at me. No matter what happens, just stay out of it. Okay? Auf was? Aus was heraus? Ich verstehe nicht. Wie kannst du das geschehen lassen? Stay out of what? You have to trust me. You're gonna see what he really is. Moment mal. Wo ist das Kind? Wie ist denn das passiert? Warum sagt sie auch nichts dazu? Wo ist er denn? Ist das wahr? Jane, verschwinde hier. Kenny, calm down. Don't do anything stupid. Get out of my way. Kenny? How could you kill a fucking child? I didn't kill him. It was an accident, Kenny. Ein Unfall? Dann sag doch mal, Kenny, lass sie ausreden. Kenny, let her talk. I'm done talking, Clem. Clem, stay back. Don't you come near me, you son. Kenny! Get the fuck off! Fuck you! Bitte nicht, nein! Aufhören, bitte! Stop! Jane! Asshole! Fuck you! Oh my god! Nein! This is all your fucking fault! Mano. Nein. Ich bringe auch noch gegenseitig um. I ain't going nowhere. Fucking psycho. This is on you. Run. Not happening. Please. Move. I'll fucking kill you. Er hat genug. Aufhören, es ist vorbei. Stop! It's over! Listen to me! Get her off! Fucking baby killer! God damn it! Nein, ich will das nicht entscheiden. Nein, ich will das nicht entscheiden. Oh,
Ich will das nicht. Nein, ich will nicht. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Er schießt Kenny. Du hättest sie nicht töten müssen. Bist du okay? Warum musste das passieren? You didn't have to kill her, Kenny. I'm sorry, darling. But I did. Das Baby. Go! Oh, das Baby. I'm right behind you. Wo ist das Baby? Oh mein Gott. Es lebt noch. Es lebt noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. AJ. Oh mein Gott. Oh. Are you okay? He's alive. AJ. Let me see him. Jane hätte nicht sterben müssen. Ich kann es nicht glauben. Er lebt. Ich dachte, Jane hat ihn getötet. I can't believe he's alive. It's a miracle. I thought he was gone for good. I thought she'd taken him from us. I just... Why would she? She was nuts, Clem. A disturbed person that had her own agenda and was looking out for herself. Shh. It's all right, buddy. Hey, listen, I didn't want that to happen either. I thought she'd killed Alvy, Clem. And at any point, she could have stopped what was happening by saying he was fine. She wanted a fight. I never, ever hurt you. You understand? I was protecting you. You believe me, right? Du hattest recht wegen ihr. Ich glaube dir. Du bist gefährlich, Kenny. Everything just went black. By the time I got my head straight, it was too late. I believe you. Okay. Thanks. Come on. Let's put some miles between us and this place. Neun Tage später. Wir sind fast da. Sollen wir anhalten, um uns auszuruhen? Soll ich ihn halten? It's just a little further. We're almost there. I sure hope that's a cook fire. Oh, we could use a hot meal right about now. Might be all I need. Come on, I'll race you to the top. Hey! Oh nein, nein, nicht so. Oh Mann, ich habe immer wegen jedem Scheiß Angst hier in dem Spiel. Come on, Alvy, we got this. Nein, lieber nicht rennen. You cheated. Oha. We did it, Clem. That's gotta be it.
Oh, vielleicht ist da Chris da. Das wird höchste Zeit. Woher weißt du das? Sieht aus wie eine große Mauer. Looks like a big wall. What? Out here? In the middle of nowhere? No. That's gotta be it. What are we waiting for? Come on! This one's gonna be the one. Look at those walls. We'll finally feel safe, Clem. Be able to sleep at night. Nein. That's far enough. Just stay still, Clem. Do as she says. Put your hands up, Clem. Drop your weapons. Wir haben doch gar keine, oder? Ach doch, ja, die Pistole stimmt. Approach the gate. Just a couple of people at the front gate. They don't look like trouble. Sounds good. Hi, I'm Edith. Name's Kenny. And this here's Clementine. Hello. Oh, what a handsome boy. Look at him. What's his name? Warum müssen wir unsere Sachen zurücklassen? Ist Krista hier? Kannst du uns reinlassen? Junior. Is there someone named Krista in there? I don't think so, dear. Oh. So, this is Wellington, right? A lot of people call it that. Okay. So, what do we do to get in? Well, I'm afraid this is the part where I give you the bad news. Keiner darf rein. How's this? That's some supplies. Food, water, what? Some medicine, a first aid kit. Why are you giving us this? Unfortunately, our community isn't accepting new members. We're over capacity as it is, and there's just not enough to go around if we keep bringing people in. Things might change in you a few months. You gotta be fucking kidding me. I'm sorry. Aber wir haben ein Baby. Really es gibt uns nur uns zwei. Das so we're supposed to just take this and go? But we have a baby. This is hard for me too. I don't want to turn anyone away, especially children. But just take the kids. What? Please. Just take the kids. It's too dangerous out here for them. Kenny, I it's just a little girl and a baby boy. You can make room for that. You can take back the supplies you gave us if that helps. Please, just... I need them to be safe. And it's safe in there. I know that. Just ask someone, please. They won't make it out here. Please. I'll ask. Just give me a second. Nein, ich will aber Kenny nicht verlassen. Du verlässt uns, wir bleiben nicht ohne dich. Was hast du vor? We're not staying here without you. Yes, you are. No, we're not. Yes, you are. Nein, ich will nicht. It's safe here. You two will be safe. That's what's important now. We can take the children, but just the children. I made the case Thank that... Thank you. Thank you. Listen, okay? Listen. This is your chance. For you and this boy. I don't trust myself to keep you two safe. Not anymore. Please. I'm begging you. Please, stay here. Stay here, where it's safe. Where you two will have a chance. No, no, no! Why are you doing this? Because it's the only way. For both of you. Think about Alvy here. Please, Clem, just do as I'm asking. This one last time. You'll meet people. Okay, ich werde in Wellington bleiben. Wir alle werden diesen Ort verlassen. Good people. They don't have to look at you and feel ashamed at what they put you through. Please, Clem, please. Where you won't have to sleep with a gun next to you. Aber Kenny, ich will doch bei ihm bleiben. Kid for a while. Hm. Das ist doch gar nicht mehr wichtig. Darum geht's doch gar nicht. Ich weiß nicht, was ich entscheiden soll. Ich weiß es nicht.
Boah, ich hasse das. Okay, ich werde in Wellington bleiben. Wir alle werden diesen Ort verlassen. Ich will mit Kenny zusammenbleiben, aber ich bleibe in Wellington. Okay. Okay, we'll stay. Good. We'll stay. Good. This is the right decision. Okay. Right. When he's grown, you tell him about his mommy and his daddy and all the people who tried to keep him safe. You tell him, okay? He deserves to know. Oh, here. Here. Take this. When he's old enough, you make him wear it. It'll keep the sun out of his eyes. That's important. All right. Good. Keep an eye out for him. Please. Boah, ich weiß überhaupt nicht, was uns auf deiner Seite erwartet. Ja, Blödsinn. Da wird's auch nicht einfach sein, aber... Ach, Scheiße. Waste this, okay? Now, I'm gonna go. Before one of us changes their mind. Now, I'm gonna walk away, and I might not look back. Not because I don't want to. I'm real glad to have met you, Clementine. Oh, Scheiße. Geh nicht, Kenny. Warum lassen die ihn nicht mit rein, die Schweine? Oh, Mann. Ich meine, ich weiß nicht, wozu das wieder gut ist für ein andermal. Vielleicht taucht Kenny irgendwann eines Tages wieder auf. Und so haben dann Clementine und das Baby auch überlebt. Aber ich... Zu diesem Zeitpunkt weiß man es nicht und es ist einfach nur beschissen. Es ist so traurig. Warum geht Kenny denn jetzt weg? Erst rettet man ihn. Und jetzt geht er wieder. Erst war er tot. Dann haben wir ihn wiedergefunden. Dann soll man ihn töten oder leben lassen. Dann lassen wir ihn leben. Jetzt ist er aber wieder weg. Oh mein Gott. Ich habe also eine Entscheidung getroffen, die scheiße wenig Leute getroffen haben. Was sagt das über mich jetzt aus? Dass ich ein blindes Vertrauen habe, dass Kenny sowieso irgendwann wieder da ist. Natürlich finde ich das scheiße. Ich wollte, dass die zusammenbleiben. Jetzt mache ich das ganz schnell rückgängig. Und mache alles anders. Okay, das war's mit Episode 5. Meine Entscheidung. Ja, also ein überwiegend bis auf die letzten zwei Entscheidung. Und ich bin sehr froh, wenn ich ehrlich bin, dass ich Kenny hab überleben lassen. Ich denk mir jedes Mal, wenn sowas war mit Kenny, der ist doch nicht ohne Grund wiedergekommen. Also ich meine, den kennen wir seit der ersten Staffel. Und vielleicht haben auch alle anderen recht und er dreht langsam durch und ist vielleicht auch, keine Ahnung, eine Gefahr oder so irgendwie. Aber ich denke wirklich, dass der Clementine und dem Baby nie was tun würde. Der würde sein Leben aufs Spiel setzen, um die zu retten. Genauso wie damals. Und alle anderen kamen danach. Und obwohl andere vielleicht auch recht haben und gute Tipps geben können, ist diese Beziehung zwischen den beiden so wichtig. Und ich war total happy, als Kenny wieder da war. Und dann lasse ich den ja nicht am Ende erschießen, denke ich mir dann immer. So, das ist ja, also ich meine, irgendwo, ich weiß auch nicht, ist halt meine Entscheidung gewesen. Vielleicht denken andere da ganz anders. Ich bin aber froh darüber. Obwohl so viele andere, ja, eine andere Entscheidung getroffen haben, aber ich bin froh, dass er lebt. Ich bin echt froh. Und dann, als das Baby noch lebte, dachte ich, scheiße, ja, jetzt so ist die Gruppe wieder perfekt sozusagen. Kenny, das Baby und Clementine, die waren für mich am wichtigsten.
Und das mit Luke finde ich natürlich extrem scheiße. Aber auch von Mike war ich so enttäuscht, dass er da mit Bonnie auf einmal abhaut. Und dann schießen die auch noch auf den Clementine, wo ich so denke, boah, wie behindert die auch sind, ne? Also, ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Und ja, und die letzte Entscheidung war für mich die schlimmste. Ich würde gern wissen, was ist, wenn man die andere Entscheidung nimmt, weil ich möchte ja, dass die zusammenbleiben. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da drinnen noch Dinge passieren werden, die man vielleicht in der nächsten Staffel sieht, die wichtig sind, vielleicht auch, dass Clementine sie miterlebt. Wenn alle drei jetzt gegangen, ist zwar schön, dass sie zusammenbleiben, deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Aber man weiß halt nicht, ob da, vielleicht ist da ja auch doch Chris da drinne. Also die haben zwar gesagt, Chris da ist da nicht, aber wer weiß, vielleicht hat die sich auch unter einem anderen Namen ausgegeben oder so und sie kommt dann da mit einem Kind jetzt rein und ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir vorstellen, weil Kenny weiß jetzt Clementine und das Baby leben noch und ich kann mir vorstellen, das ist so sein Überlebenswille dann auch, weiterhin zu überleben, also für diese Kinder und dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich irgendwann wiedersehen. Er kommt natürlich in dem Moment jetzt erstmal nicht gerade zurück, aber bestimmt überlebt er und eines Tages sehen wir den wieder. Oder er findet sogar Krista da draußen, könnte ich mir auch vorstellen, wenn die jetzt nicht da in Wellington ist. Dann findet er die vielleicht und am Ende sind die dann wieder zusammen. Also das wäre grandios für mich, wenn Krista, Kenny, das Baby und ja, Klein Omid vielleicht auch noch da wären. Also ich hoffe ja, dass Krista dann das Baby bekommen hat und dass es denen auch gut geht. Das würde mich ziemlich freuen. Aus dem Grund habe ich das entschieden, dass die da jetzt erstmal reingehen, weil es erstmal ums Überleben wieder geht und das Baby kann halt nicht die ganze Zeit da in der Kälte auch draußen sein. Ich denke, ich werde aber diese Episode 5 nochmal spielen, so für mich und nochmal gucken, was passiert, wenn ich das andere entscheide oder ich gucke mir das woanders an. Ich bin mir noch nicht sicher. Also wenn ich weiß, was das für Folgen hätte, dann würde ich natürlich guten Gewissens irgendeine Entscheidung treffen, ob sie halt in Wellington bleibt oder mit Kenny wieder zurückgeht. Ich glaube auch, dass die überleben würden, selbst wenn sie mit Kenny wieder zurückgegangen wäre und nicht nach Wellington reingegangen wäre. Aber ja, das mal erstmal so dazu. Muss ich auch erstmal wieder verdauen. Das war's mit Staffel 2 von The Walking Dead und im Allgemeinen war sie für mich eine andere Staffel. Also war es für mich eine andere Staffel als die erste und das hatte ich auch mit einigen Leuten von euch schon in den Kommentaren so bequatscht. Man hat viele Charaktere kennengelernt, man wurde so ein bisschen reingeschmissen diesmal in die Gruppe, also es hat sich nicht so aufgebaut wie in der ersten Staffel, sondern da waren schon Leute, die sich vorher kannten und wir kannten die aber alle nicht. Und deswegen war für mich persönlich das Gefühl nicht so da, diese engen Beziehungen, egal zu wem, aufbauen zu können, weil man ja auch irgendwie schon wieder ahnte, dass jedem von dem auch wieder was passieren kann. Dass Kenny wieder auftauchte, war für mich dann eben so das Highlight eigentlich auch, weil ich dann so dachte, das ist für mich der Anker. Egal wie scheiße der sich entwickelt, kann ich diese scheiß Entwicklung auch verstehen. Der hat alles, was ihm was wert war zu leben, verloren und hat trotzdem nicht aufgegeben und hat weitergelebt, auch für Clementine. Warum sollte Clementine ihm also den Rücken zudrehen? Das ist für mich nachvollziehbar, dass der gefährlich ist, aber alle anderen waren für mich nie so wichtig in der Gruppe wie Kenny und wahrscheinlich auch Krista oder sonst wer von damals. Der Rückblick auch nochmal zu Lee war sehr emotional und Clementine hat eine Menge eingesteckt, vom Hundebiss bis zum Schulterschuss. Die hat echt viel durchgemacht, dann ist sie auch noch ins Eis reingefallen und das alles hat sie überlebt. Kleines, toughes Mädchen, aber es ist auch ein bisschen bedenklich manchmal in der Staffel gewesen, finde ich. Manches fand ich, zum Beispiel fand ich in dieser Staffel das ein bisschen zu viel, dass wegen jedem Kram Clementine gefragt wurde. Also egal, was entschieden wurde, Clementine wird gefragt und angeguckt. Immer war sie so die kleine Taffe, die anscheinend den einzigen klaren Kopf behält, halt auch so in hitzigen Situationen, wo man schon wusste, oh ja, jetzt kommt auch noch ein Autounfall dazu, und die streiten sich trotzdem und es war immer Clementine. Ich weiß nicht, ob das an dem Zauber der Kindheit liegt, dass sie das dann hat für die Erwachsenen und dass die Erwachsenen allmählich da durchdrehen alle, aber
Manchmal hätte ich mir da auch ein bisschen mehr Beziehung von den Erwachsenen gewünscht und dass Clementine Clementine ist, ein Kind, die jetzt auch nicht alles besser weiß, sondern auch mal ein paar Erwachsene, die selber auch mal Entscheidungen treffen und nicht, ob Clementine dem zustimmt oder nicht. Das war sehr häufig der Fall. Wo, in welche Stadt gehen wir hin? Zu wem stehst du, Kenny oder Jane? Es war die ganze Zeit so. Aber trotzdem mag ich weiterhin, oder finde ich The Walking Dead wahnsinnig toll. Es geht ja vielen Leuten von euch wahrscheinlich so. Und ich würde jederzeit jede Staffel wieder gerne spielen. Es ist hochinteressant, was immer passiert an Konsequenzen, wenn man andere Entscheidungen trifft. Die Entscheidung mit Kenny und Jane, ich finde meine Entscheidung gut so, damit kann ich gut leben. Die Entscheidung am Ende mit Wellington macht mir ein bisschen Sorge gerade. Vor allem, wenn ich sehe, dass so viele andere eine andere Entscheidung getroffen haben. Aber man kann es ja auch immer nochmal machen, so ist nicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen von diesem Let's Play-Projekt und freue mich sehr auf die nächste Staffel von The Walking Dead, so wie viele andere auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und meine Entscheidungen sind halbwegs begründet worden, auch wenn die Zeit wie immer recht knapp war, um meine Meinung überhaupt zu sagen, wieso ich welche Entscheidung getroffen habe. Das kann ich natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr alles nachholen, aber manches macht man ja auch einfach aus dem Bauch raus, da kann man gar nicht lange drüber nachdenken und ich weiß einfach, dass ich ein riesengroßes Bauchschmerzgefühl, glaube ich, hätte so ein Gewissenskonflikt in mir, wenn ich immer jedem den Rücken zudrehen würde am Ende, selbst wenn der gerade mal eine Gefahr darstellt, der mal gerade ein bisschen durchdreht, aber vorher irgendwie eine enge Beziehung zu Clementine hatte, wie Kenny zum Beispiel. Auch Jane fand ich toll. Ich hätte gerne Jane und Kenny behalten, wenn das geklappt hätte, aber die haben sich so bekriegt, dass man eine Entscheidung fällen musste. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde das jetzt erstmal verdauen und wahrscheinlich sofort mal woanders reingucken, was passiert, wenn man nicht mit dem Baby nach Wellington reingeht. Aber was das alles noch zu bedeuten hat und was da noch alles kommt, sehen wir in der nächsten Staffel. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Let's Play. Bis dann. Tschüss.